Hallo, in diesem Tutorial werden wir uns einmal anschauen, wie wir ein Lego-Modell in ein 3D-Programm unserer Wahl exportieren können. Für diese Pipeline brauchen wir mindestens ein kostenloses Programm. Das ist einmal der Leo CAD. Wo man den downloadet, habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann eben optional den Lego Digital Designer. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich möchte hier den Lego Digital Designer nochmal vorstellen, denn er ist eben einfacher zu bedienen als der Leo CAD. Und man kann hier eben sehr viel schöner sein Lego-Modell aufbauen. Wir sind jetzt hier im Lego Digital Designer drin, sehen hier einmal die Benutzeroberfläche. Wir können hier einmal Digital Designer auswählen, Mindstorms oder Digital Designer Extended. Wir werden hier mit der Digital Designer Oberfläche arbeiten, haben also Zugriff auf alle Lego-Steine, die es im Moment gibt. Das Tolle ist auch daran, dass sich eben der Lego Digital Designer immer selbstständig updatet, wenn wir das wollen und somit auf dem aktuellen Stand ist mit den Lego-Steinen, die es auch in der Realität gibt. Gut, wir können jetzt hier ein Modell öffnen, das wir schon mal vorab gebaut haben, wenn wir hier draufklicken oder eben über unseren Ordner das Ganze laden. Und hier unten, wenn wir auf Einzelsteine klicken, erstellen wir ein neues Dokument. Und wir sehen hier unser Lego Grid, an dem unsere Steine einrasten. Also wir können hier wie in der Realität mit den Lego Steinen arbeiten. Die passen auch alle dann so zueinander, wie es auch in der Realität vorgesehen ist. Gut, wie navigieren wir hier in der Ansicht? Wir können einmal die rechte Maustaste drücken und unsere Maus nach oben und unten ziehen, um eben die Ansicht zu kippen, und unsere Maus nach links und rechts ziehen, um die Ansicht zu drehen. Genauso gut geht es eben auch hier über die Pfeiltasten, die hier an der Seite sind. Und mit dem Mausrad können wir reinscrollen oder rausscrollen, und das können wir auch hier eben über dieses Plus und das Minus machen. Mit diesem linken Rückgängig-Pfeil können wir die Ansicht eben rückgängig machen oder, wenn wir ein Modell schon mal erstellt haben, eben die Ansicht auf das Modell einrasten lassen. Hier auf der linken Seite haben wir eben die verschiedenen Kategorien, in denen unsere Lego-Steine sortiert sind. Das ist also sehr, sehr übersichtlich gehalten. Wir können hier einfach mal auf eine Kategorie klicken und dann kommen wir an die verschiedenen Lego-Steine dran. Wir sehen, dass die auch hier in verschiedenen Farben vorrätig sind. Also in unserer Pipeline können wir auch die verschiedenen Farben mit ins 3D übernehmen. Das ist gar kein Problem. Also können wir hier schon mit den richtigen Farben arbeiten, wie denn unser Modell dann aussehen soll am Ende. Gut, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, oben eine genaue Nummer für den jeweiligen Legostein einzugeben, denn jeder Legostein hat seine eigene Nummer, und wenn man die weiß, kommt man eben sehr schnell an die verschiedenen Legosteine dran. Dann schauen wir uns hier unten noch dieses Minus und Plus an. Wenn ich hier zum Beispiel mal eine Kategorie aufklappe, kann ich eben das Ganze kleiner ziehen oder größer ziehen, je nachdem, wie man das braucht. Wenn man es kleiner zieht, hat man halt eben schnell die Übersicht über alle Steine, sieht aber nicht so genau, wie die einzelnen Steine aussehen. Wenn man das eben größer zieht, sieht man sehr, sehr viel besser, wie die einzelnen Steine aussehen. Gut, wir wollen jetzt hier ein kleines Modell aufbauen. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach mal eine Lego-Figur auf, gehen also hier in die Lego-Figur-Kategorie, holen uns hier so einen Unterkörper, also so eine Hose, setzen die einmal hier rein. Wir können das Ganze auch drehen mit den Pfeiltasten auf unserer Tastatur, je nachdem, wie wir das eben brauchen. Hier in diesem Fall macht es natürlich Sinn, wenn die Hose nach oben guckt. Und wir klicken jetzt hier drauf. Wir sehen, dass hier das Ganze so einrastet, also wir so einen rosa Kasten drum bekommen. Wir können jetzt hier zum Beispiel mit unserem Drehenwerkzeug uns das jeweilige Teil auswählen und hier zum Beispiel dann das Bein drehen, wie wir es haben wollen. Das geht auch nochmal hier oben. Also der Lego Digital Designer ist sehr, sehr einfach zu bedienen, und wir können hier sehr, sehr schnell eben unser Modell gestalten, wie wir das dann eben im Endeffekt im 3D haben wollen. Gut, für unsere Figur brauchen wir hier nochmal einen Oberkörper,
Ich nehme hier mal auch so ein Schwarz und setze den hier oben drauf. Wir sehen, das Ganze ist noch nicht richtig gedreht, also das kann hier noch nicht einrasten. Wir müssen das also hier jetzt richtig drehen. Wir sehen auch, wenn wir hier drunter fahren, dass das irgendwie versucht, sich einzurasten. Also das ist sehr, sehr gut programmiert, sodass man eben hier überhaupt keinen Fehler machen kann, wie man die Steine zusammensetzt. Ich drehe jetzt mal den Körper richtig rum und setze den dann hier oben drauf per Klick. Und dann haben wir hier schon fast unsere Figur fertig. Wir brauchen jetzt hier nur noch einen Kopf, der befindet sich eben nochmal in einer anderen Kategorie, in dem eben alle Köpfe sind. Was man hier sagen muss, die sind ja jetzt hier schön texturiert. Das können wir nicht ins 3D mit übernehmen. Wir müssen also unsere Texturen dann nochmal selbst erstellen. Das können wir aber relativ schnell machen. In Photoshop oder Illustrator geht es relativ schnell. Und das können wir dann eben per UV Mapping auf unser Modell oder eben in Cinema 4D auch sogar drauf projizieren. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich an. Wir haben jetzt eben hier unsere Figur fertiggestellt. Was ich hier noch sagen möchte, dass wir zum Beispiel Lego-Steine sehr, sehr schnell vervielfältigen können. Wir haben hier das Vervielfältigungswerkzeug. Wir klicken hier einfach einmal drauf und schon haben wir sehr, sehr schnell sehr viele Köpfe erstellt und können uns das auch hier alles wieder auswählen und mit der Entfernen-Taste einfach mal löschen. Wir haben jetzt hier unsere Figur erstellt, soweit, sehr schön. Und wollen die jetzt raus exportieren zum Leo CAD. Dazu gehen wir einfach hier einmal auf Datei, sagen Modell exportieren. Dann öffnet sich unser Explorer und wir können hier unten im Dateityp auswählen LDRAW-Files, also das File, das der Leo CAD lesen kann. Und ich speichere das einfach mal ab als Lego-Figur und sage hier Speichern. Wunderbar. Und dann sehen wir uns gleich im Leo CAD wieder. Ja, wir sind jetzt hier im Leo CAD und müssen unser abgespeichertes Modell vom Lego Digital Designer hier wieder reinladen. Dazu gehen wir einfach mal auf File und sagen Open. Und dann haben wir hier unsere Lego-Figur, sagen wir öffnen, und die wird uns hier reingeladen. Wir sehen jetzt erstmal die Figur mit dem Rücken zu uns stehen. Wir können hier die Alt-Taste drücken und die linke Maustaste, um uns hier zu drehen. Also die Navigation ist so, wie wir es auch aus den gängigen 3D-Programmen kennen. Wenn wir die mittlere Maustaste drücken, können wir uns hier verschieben und mit der rechten Maustaste rein und rauszoomen. Genauso gut geht das auch eben hier mit dem Mausrad. Oder wir haben hier eben die verschiedenen Werkzeuge, mit denen wir uns hier nochmal navigieren können. Auf der rechten Seite haben wir auch wieder verschiedene Kategorien, wie wir das im Lego Digital Designer hatten. Bloß hier steht das alles nur in Textform. Und wir haben hier unten dann ein extra Fenster, in dem wir die einzelnen Teile sehen können. Können uns die hier auswählen. Die werden dann noch nicht verfügbar sein. Wir müssen also hier per Drag and Drop arbeiten, um das Ganze reinzuziehen. Und dann können wir das hier auch ausrichten ans Grid. Also das ist hier auch so programmiert, dass man im Prinzip keine Fehler machen kann, wie man die Steine hier zusammensetzt. Gut, wir haben jetzt hier unsere Figur drin. Die sieht sehr gut aus. Alle Teile wurden hier übernommen. Auch die Farbe wurde übernommen. Wir sehen hier unten haben wir verschiedene Farben, mit denen wir eben unser Modell nochmal umfärben können, je nachdem, wie wir das haben wollen. Wir wollen jetzt relativ schnell unser Modell raus exportieren und im 3D-Programm unserer Wahl weiterarbeiten. Dazu gehen wir hier einfach auf File, sagen Export und dann haben wir hier die Auswahl, ob wir das als 3D Studio oder als Wavefront Object raus exportieren. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal 3D Studio, klicken hier drauf und dann speichern wir das Ganze einfach mal ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Cinema 4D. Ja, jetzt wollen wir hier die Lego-Figur in Cinema 4D rein importieren. Dazu gehen wir auf Datei, sagen Öffnen, suchen uns hier die abgespeicherte 3DS-Figur aus
Und dann kommen wir hier noch in so einen kleinen Import-Dialog. Hier brauchen wir eigentlich nichts einzustellen und sagen hier einfach mal okay. Und schon haben wir hier unsere Figur im 3D-Programm drinnen. Jetzt geht es natürlich hier ans Optimieren. Dazu können wir uns einfach mal alle Teile auswählen und sehen, dass die Achsen von den ganzen Teilen einfach hier auf dem Mittelpunkt unserer Welt sitzen. Das wollen wir natürlich im 3D nicht haben. Wähle mir also hier alle Teile aus und gehe einfach mal auf Mesh. Sag Achse zentrieren, zentriere Achse zu und somit sind schon mal alle Achsen schön sauber auf die jeweiligen einzelnen Teile ausgerichtet. Gut, dann sehen wir hier unten, dass uns alle Materialien rein importiert wurden vom Leo CAD. Hier brauchen wir natürlich nicht alle Materialien und um diese einmal schnell zu löschen, können wir hier auf Funktion gehen und sagen unbenutzte Materialien löschen und dann sehen wir, dass alles gelöscht wird, bis auf unsere zwei Materialien, einmal das Gelb für unseren Kopf und das Schwarz für unseren Körper, wie wir das hier haben. Gut, wenn wir uns jetzt die Figur genauer anschauen, sehen wir, dass die sehr, sehr kantig aussieht. Das liegt eben daran, dass das Ganze kein Phong-Shading hat. Dazu wählen wir uns einfach alle Teile aus, gehen hier per Rechtsklick drauf ins Cinema 4D Textmenü und sagen hier einmal Phong-Shading. Können hier einmal die Winkelbeschränkung anhaken. Und wenn wir uns dann die Teile genauer anschauen, sehen wir, dass der Oberkörper hier nochmal eine genauere Einstellung braucht. Und zwar müssen wir hier den Klettenwinkel ein bisschen runterdrehen, damit es besser aussieht. Und schon haben wir das Ganze hier sauber drin. Bei den Händen können wir auch nochmal gucken. Dazu empfiehlt es sich auch vielleicht hier in die Ansichtseinstellung reinzugehen und selektierte Drahtgitter mal abzuhaken, damit man hier das Phong-Shading besser sieht. Ich würde sagen, wir können hier mal das Ganze so auf 26 einstellen und natürlich müssen wir das auch hier noch für die andere Seite machen. Gut, dann sieht das schon relativ schön aus. Wenn wir uns jetzt hier die einzelnen Meshes einmal anschauen und hier zum Beispiel über Optionen einmal uns die Texturen abhaken und hier in den Polygon-Bearbeiten-Modus reingehen, Steuerung A drücken, sehen wir, dass hier ein paar Polygone drin sind, die von den normalen her noch nicht schön ausgerichtet sind. Die müssen uns natürlich einmal alle auswählen. Hier oben eignet es natürlich ganz gut, hier mal die Loop Selection aufzurufen über UL und hier einfach den Kranz einmal auswählen. Und dann hier über UR die normalen umdrehen und schon haben wir hier unseren Kopf sauber optimiert. Also die Polygone sind schon mal sauber ausgerichtet. Jetzt haben wir hier Dreiecke drin, mit denen könnten wir arbeiten, wenn wir unser Modell so belassen, wie es ist. Aber wir wollen ja hier ein fotorealistisches Modell hinbekommen und dazu ist unser Kopf noch ein bisschen zu eckig, hat zu harte Kanten drin und das Ganze wollen wir optimieren. Dazu können wir uns hier einfach mal alles auswählen, gehen wieder auf Mesh, sagen Befehle und triangulieren, gehen hier einfach mal auf das Zahnrad drauf und stellen hier den Winkel so hoch wie möglich ein, also auf 90 Grad. Klicken hier einmal auf OK und schon sieht das Ganze sehr, sehr schön aus und wir haben hier nur viereckige Polygone drin. Gut, so viel dazu. Wollen wir uns einfach mal anschauen, wenn wir hier einmal das Ganze durchoptimiert haben, wie das dann aussieht. Dazu habe ich schon mal was vorbereitet. Gehe hier einmal rein und da sehen wir unsere Lego-Figur, wie sie denn aussieht, wenn das Ganze einfach mal optimiert ist. Dazu kann ich auch wieder in Ansichtseinstellungen reingehen. Sag hier mal selektierte Drahtgitter. Und dann sehen wir, hier haben wir schöne viereckige Polygone. Das Ganze haben wir auch noch in ein Subdivision Surface reingepackt, so dass wir hier eine relativ realistische Figur haben, die eigentlich so aussieht, wie sie auch in der Realität aussieht, beziehungsweise daran rankommen soll. Dann können wir uns hier vielleicht nochmal die Shader anschauen, was ich hier eingestellt habe. Ich habe hier also die Originalfarben mit übernommen und dann mein Shader aufgebaut.
Ich habe hier im Leuchtenkanal ein bisschen dieses Blau noch drin, habe hier ein Subsurface Scattering, habe hier einfach kein Preset gewählt und hier nochmal die Farbe ausgewählt, beziehungsweise das ist nicht genau die Farbe, sondern das noch ein bisschen heller gehalten, sodass man eben hier so ein bisschen das Durchscheinen, wie man das eben von den Lego-Steinen her kennt, hat. Im Reflektivitätskanal haben wir ein Standardglanzlicht, das im Typ of Ward eingestellt ist. Wir haben hier ein bisschen die Rauigkeit hochgedreht, dass das Glanzlicht sich ein bisschen mehr verbreitet. Und hier haben wir dann noch eine zusätzliche Ebene, ein GGX-Layer, der eine 10%ige Rauigkeit hat und eben die Spiegelung auf 100% eingestellt hat. Und dann haben wir hier zusätzlich ein Fresnel drin, das auf dielektrisch eingestellt ist, also nicht leitend. Und hier haben wir als Preset PET ausgewählt, also das, was ans Plastik rankommen soll. Hier könnte man das vielleicht noch ein bisschen feiner einstellen, aber in meinem Fall reicht das soweit. Und als Relief haben wir einfach ein einfaches Noise drin, das hier eine Stärke von 2% hat. Und somit haben wir schon ein relativ realistisches Lego-Material aufgebaut. Wir können uns das auch einmal anschauen, wenn das gerendert ist. Hier habe ich einfach nur den Standard-Renderer eingestellt und das Anti-Aliasing können wir hier auf Bestes einstellen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Was man natürlich hier zur Szene noch sagen muss, dass wir hier einmal ein ganz normales Licht haben, das hier ein bisschen so bläulich eingestellt wurde und dann eben noch ein weiteres Licht, das hier als Schatten einen Flächenschatten hat und dann haben wir noch einen Himmel drin, der eben ein Material mit einer HDRI-Map hat, um eben hier so ein bisschen Spiegelung, also Reflexion auf die Oberfläche zu bekommen und dann können wir das Ganze einmal rendern und uns anschauen, wie es dann aussieht. Natürlich muss hier das Subsurface Scattering noch ein bisschen berechnet werden. Das dauert auch ein bisschen seine Zeit, da wir ja sehr viel Rauigkeit drin haben in den Materialien. Und ja, dann wird das Ganze hier einmal rausgerendert und wir schauen uns das gleich an, wenn es fertig ist. So, das Ganze ist fertig gerendert, hat 1 Minute 18 gedauert auf dem i5-Prozessor. Wir sehen, das sieht schon relativ realistisch aus. Ja, so viel zur Lego Pipeline, also wie wir ein Lego-Modell ins 3D-Programm bekommen können. Soll es hierzu noch Fragen geben, einfach gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!